Und damit guten Abend, liebe Zuschauer bei Focus TV. Was haben wir da eben gelernt? Erstens, es ist immer hilfreich, ein Laserschwert zur Hand zu haben. Zweitens, nicht in jeder Kutte steckt ein Jedi-Ritter. Und drittens, die besten Freunde des Menschen sind nicht Hunde, sondern Roboter. Vorausgesetzt, sie sind richtig programmiert. Was bei R2-D2 ganz sicher der Fall ist, dank humanoiden Innenlebens. Nur seine Kollegen in der Wirklichkeit tun sich da noch deutlich schwerer. Focus TV über echte Roboter von heute und morgen. Die Droideneinheit R2-D2 in Aktion. Er kämpft auf Seite der Guten, immer mit vollem Einsatz, manchmal bis zum Umfallen. Der Roboter aus George Lucas' Star Wars Saga ist ein Held, ein echter Romeo und immer etwas beliebter als sein Freund C-3PO. Die Robot Hut in Spokane im US-Bundesstaat Washington ist ein Robotermuseum und gehört John Rick. In seiner Sammlung finden sich schrille Exemplare und auch gute alte Bekannte. Hey R2, wach auf. Du musst doch da drin sein. Zeigst du den Besuchern heute das Museum? Nein? Na gut, dann mache ich das eben. Ich finde die Form und das Design von R2, wenn er sich bewegt, wirklich cool. Er ist ein richtiger Roboter. Im Film steckt manchmal ein Schauspieler in ihm, klar. Aber in den meisten Action-Szenen haben die einen richtigen ferngesteuerten Roboter verwendet. Fast 2500 Roboter, darunter auch kleine Spielzeugmaschinen, hat der 49-jährige Elektroingenieur hier versammelt. Einige der großen Androiden hat er sogar selbst gebaut. Und das bin ich. Wenn ich rasiert wäre, sähe ich so aus. Mit Augen, die hin und her rollen. Das ist also ein Roborig. Ich habe eine Maske von meinem Gesicht gemacht und dann einen Körper gebaut. Aus Sperrmüll. Was hält Ihre Frau davon? Naja, deswegen steht er ja hier. Ich durfte das Ding nicht in unserem Haus aufstellen. Sie hält das für zu abgefahren. Sowas will sie sich nicht ansehen. Humanoide Maschinen. Das ist ein Forschungsschwerpunkt an der University of Southern California in Los Angeles. Die Studenten hier basteln an Puppen, die menschliche Bewegungen lernen sollen. So könnten sie später für die Therapie behinderter Kinder eingesetzt werden. Und das ist Primus, ein besonders kluger Kopf. Die Augen bilden zwei Kameras, eine mit Weitwinkel und eine mit Teleobjektiv. Stefan Schaal hat ihn so programmiert, dass er seine Umwelt wahrnimmt und entsprechend reagieren kann. An dem Kopf ist neu, dass er sich nahezu genauso schnell wie menschliche Augen, wie menschliche Köpfe bewegen können. Er hat dieselbe Sensorik eingebaut. Also Ohren hier. Es sind zwei Mikrofone vorhanden, das heißt, wir können akustische Wahrnehmung nachbilden. Und im Kopf drinne ist ein System, ein sensorisches System, das sozusagen das Gleichgewicht nachbildet, wie es im menschlichen Kopf vorhanden ist. Sodass, wenn dieser Kopf eines Tages auf einem menschlichen Roboter draufsteht, dass der Roboter nicht umfällt, sondern wahrnehmen kann, ob er aufrecht steht oder nicht. Und er soll den Kopf einmal bekommen. Sarkos, einer der geschicktesten Roboter weltweit. Seine Bewegungen lernt er, indem er sie von den Forschern abguckt. Der Humanoide wird von Stefan Schaal und seinen Kollegen regelrecht im Menschsein unterrichtet. Eines der beeindruckendsten Dinge ist, dass wir augenblicklich in der Lage sind, wirklich die internen Modelle vom gesamten Bewegungsapparat in Echtzeit zu lernen. Das ist eine Sache, die man vor 15 Jahren sich nicht hätte vorstellen können. Das heißt, wir sind in der Lage, mittlerweile mit neuronalen Netzwerken und statistischen Lernverfahren Algorithmen zu erzeugen, die enorm schnell lernen. Das heißt, die lernen innerhalb von Minuten oder Stunden, während Menschen dafür Jahre brauchen. Und das ist von der Wissenschaft her ein fantastisches Ergebnis. Ziel der Forschung, intelligente Roboter, die sich alle Fähigkeiten selbst beibringen. Wie dieser Maschinenwurm, der gerade aufstehen lernt. Menschenähnliche Automaten haben schon vor 50 Jahren fasziniert. Beispiel Sabo. Ein neuer Roboter, der auf drahtlosen Wege gesteuert werden kann, begab sich auf Europa-Tournee. Er kann Feuer geben, rauchen, sprechen und hat ein kompliziertes Innenleben. Von Kopf bis Fuß aus Draht, Metall und Zahnrädern. Im Gegensatz zu dem Koloss aus der Schwarz-Weiß-Film-Ära ist dieser Humanoide geradezu zierlich. Asimo, 1,20 Meter groß, der zurzeit bekannteste menschliche Roboter, entwickelt vom Automobilhersteller Honda. Für seinen geschmeidigen Gang ist er weltberühmt. Dafür sorgen Sensoren, die in seinem mit Hochleistungstechnik vollgestopften Körper stecken. Per Fernsteuerung erhält Asimo die Bewegungsbefehle.
Dieses Stahl- und Drahtgeflecht ist Johnny, der deutsche Bruder von Asimo. In der Technischen Universität München muss er seine nicht immer vorhandene Standfestigkeit unter Beweis stellen. Hinter der Entwicklung zweibeiniger Laufmaschinen steckt ein kompliziertes Zusammenspiel aus Rechenleistung und Mechanik, das für Gleichgewicht und Schnelligkeit sorgt. Das Forscherteam arbeitet bei den Experimenten im Labor vor allem an der Laufgeschwindigkeit von Johnny. Optik spielt dabei keine Rolle. 1,5 Kilometer pro Stunde schafft er derzeit. Das Ziel, er soll eines Tages joggen können. Wir haben für Johnny bisher vielleicht 1 bis 1,5 Millionen Euro ausgegeben. Personalaufwand vielleicht 7 Mannjahre wissenschaftlich, 5 bis 6 Mannjahre in der Werkstatt. Die Japaner mit Asimo haben Größenordnung 100 Millionen Euro dafür ausgegeben, 14 Jahre mit über 30 Mitarbeitern, sodass der Vergleich schwierig durchzuführen ist. Die japanische Industrie steckt in die Entwicklung dieser Maschinen deshalb so viel Geld, weil sie einen enormen Markt für Freizeitroboter als Spielzeug sieht. Auch der neue SDR 4X von Sony gehört dazu. Er ist mit seinen 60 Zentimetern enorm beweglich, kann tanzen und singen. Wenn er Ende des Jahres auf den Markt kommt, soll er so teuer sein wie eine Luxuslimousine. Auch R2-D2 gibt es schon als Spielzeug. Demnächst soll sogar eine Sonderedition auf den Markt kommen, mit einem R2 in Originalgröße. Do you remember Darth Vader? Aus dem Spielzeugalter ist Norman Jahns zwar längst heraus. Doch wenn er an R2 denkt, erwacht im 30-jährigen Star Wars-Fan das Kind im Manne. Seit einem Jahr bastelt der Stuttgarter nämlich an seinem eigenen Roboter. In diesem Fall ist es so, dass es eben keine vorkonfektionierten Teile gibt, die man verwenden könnte. Jedes einzelne Teil muss extra von Hand angefertigt werden. Auch die Elektronik entsteht in Heimarbeit. Ein paar Blinklichter für den Kopf funktionieren schon. Es fehlen noch Geräusche und ein Spracherkennungssystem. Schließlich soll sein ganz persönlicher R2-D2 möglichst echt wirken. Er ist menschlich und doch eine Maschine. Und das ist das Faszinierende daran. Man wird es nie selber schaffen, ihm tatsächlich so viel Leben einzuhauchen, wie im Film zu sehen ist. Aber man kann es ja mal versuchen. In Episode 2, Angriff der Klonkrieger, wird auch R2-D2 mit seinen Freunden wieder gefährliche Abenteuer erleben. Und es soll, so hat George Lucas angekündigt, eine Menge neuer Droiden geben. Die sind mit ihren Fähigkeiten den Robotern in unserem Sonnensystem noch weit voraus. Na, und dann gleich noch eine gute Nachricht für alle Star Wars-Fans. Schon am 11. Mai gibt es die Deutschland-Weltpremiere von Episode 2, und zwar in München. Und zu diesem Anlass können Sie 50 mal 2 Karten gewinnen. Infos dazu gibt es unter 0190 101 037 oder schauen Sie einfach auf die ProSieben-Teletext-Seite 728.